So. Kultur. Kultur. Übertragung. Okay, Unterwerfung. Wir machen mal Unterwerfung. Das haben die Spartaner sehr gerne gemacht. Du hast ein Level Up. Hier natürlich mit Speeren. Baubericht und Verbundener erkennt. Alles klar. Wir können hier jetzt mal, warte mal, ich schau mal, wie es da oben steht. Ganz gut. Mit denen könnte ich jetzt entweder nach oben oder nach hier. Ich scoute mal aus, was für eine Armee die haben. Easy. Ja, das mache ich nächste Runde. Ja. Du gehst mal wieder zurück. Ich vergesse die ganze Zeit den hier weiter zu bauen. Genau, der ist jetzt ja, ihr könnt es jetzt schon erobern, ne? Hier ist noch mal ein Fluss. Nee, hier noch mal zurück. Hier heilen die nämlich noch. Genau, das mache ich nächste Runde. Schon mal kurz, was hier im Norden so passiert. Nee. Entschuldigung, da habe ich wieder nicht auf lautlos gemacht. Genau, also Pergamon ist immer noch so riesig. Galatien geht jetzt voll zurück. So, Syrakus, okay, hier unten ist immer noch Galatien, aber Syrakus hat die komplett zurückgedrängt. Interessant. Roxalen, die haben hier immer noch ihre... Ach, hier ist die Blume, okay. Okay, Marcellia, Lusitana. Lusitana sind immer noch hier, aber Marcellia, Getule. Marcellia sind auch groß. Okay, und Syrakus hat halt die komplette nordafrikanische Küste. Ziemlich krass. Dann, let's go. Gut, die belagern jetzt die nächste große Stadt. Das habe ich mir fast gedacht. Aber erobern werden die sie nicht können, weil die Garnison ist zu groß dafür. Wo ist das denn? Ella Pulpotera in Taya. Warte, wo ist denn die Armee? Schwere Speere. Hopliten, Pikinierer, Jugendliche. Ja, also, ja, ich kann mal schauen. Also, wenn das die eine Stadt ist mit... Nee, es ist nicht, okay. Und
Unterstützungshilfe bereit. Ah, aber sein komplettes Heer kommt erst noch. Die landen meistens hier. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Achso, doch nicht von der See. Das ist natürlich nicht so gut dann. Also dann stelle ich mich woanders hin. Mache ich mich hier ein bisschen breit. Doppelte Geschwindigkeit! Steinschleuderer! Doppelte Geschwindigkeit! Jawohl! Ihr Schuss ist an der Leberei! Steinschleuderer! Ihr seid dann hier, die sind dann da. So. Dann schauen wir mal, ob er zu mir kommt oder. Also, wenn er zu mir kommt, hat sich Glück. Wenn nicht, dann nicht. Wenn nicht, dann verliere ich hier. Also, ja, ist das. Also, es ist eigentlich klar, dass ich hier verliere. Die Frage ist nur. Ah, okay. Die Frage ist nur, wie viel Schaden ich ihm machen kann. Ach, verdammt! Das ist jetzt doof. Ich hätte meine Triären auch benutzen können. Also, benutzen sollen. Steinschleuderer! Schnell vorrücken! Weil Transportschiffe sind. Tobi heute. Ja, ich mache lauter Leichtsinnsfehler. Die sind ein bisschen blöd. Ja, schön angreifen. Nein! Das meinte ich mit Leichtsinnsfehler. Ich habe dir nicht mal die Phalanx angemacht. Tobi. Ich brauche ein bisschen vor, damit die mal irgendwann mal ankommen. Machen die was? Ja. Auf die Plänkler muss ich hier achten. Die Plänkler können unangenehm werden.
Geh mal mit denen vor und erobern das wieder zurück. Der feindliche General ist tot. Ist doch schon mal was. Wow. Der macht ziemlich krassen Schaden. Ach, jetzt schießen die wieder, ne? Gut. Dann wollen wir mal schauen, ob der mich dann angreift oder nicht. Also, an sich könnte er wirklich einfach nur hier bleiben und da bleiben. Was zwar langweilig wäre, aber so müsste ich dann zu ihm kommen und so würde ich verlieren. Wenn er komplett alles hier reinschickt, dann habe ich eine Chance. Aber ich glaube, er macht es wieder über drei Seiten und dann wird es lustig. Plänkler. Plänkler und Bogenschützen. Eine gefährliche Kombi. Na, der teilt sich hier schon auf. Aha. Schlawiner. Hihi. Sogar. Das ist gut. Unser General wird angegriffen. Doppelte Geschwindigkeit! Bleibt Ihre Position in der Kurve! Geh mal weg hier. Ja, Kommandant. Wie Ihr Befehl. Verstanden? Ach, egal, dann. Ja, dann eben nicht. Zu eurem Dienst. Die Männer wanken. Wieso? Das ist natürlich jetzt blöd. Die Hopliten so schnell aufgeben. Geh mal in den Rücken von dem und versuch mal ein besseres Schussfeld zu bekommen. Geschosse warten auf Ziele. Befehl verstanden. Doppelte Geschwindigkeit. Ja, doch, Brennerschuss könnte hier ausschlaggebend sein. Geschosse bereit zum Einsatz. Sehr gut. Okay, jetzt nochmal. Die halten noch ein bisschen aus. Doppelte Geschwindigkeit!
Hier wird es halt ja jetzt langsam eng, ne? Warte, wir gehen mal ein bisschen weiter zurück. Warte mal, ich nehme mal den Bogenschützen hier. Uiuiui, oh. Also ein Plänkler. Uiuiui. Oh. Ihr Deppen. Deppen, Deppen, Deppen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, der hält noch ein ganz kleines bisschen aus. Ein klitzekleines bisschen. Die sind jetzt, die fliehen jetzt. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Das ist jetzt schlecht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ich kann versuchen, den auf jeden Fall hier wegzulocken. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, wobei der sollte jetzt hier auch helfen. Er könnte mit Brennschuss noch ein bisschen Schaden an ihm machen. Gespannt, wie viel Schaden der die Phalanx-Einheit jetzt gemacht hat. Das ist ein schändlicher Angriff. Gut, Eric. Ist gerade ein bisschen eine lustige Situation. Oder halt. Ich muss halt schauen, dass ich irgendwie hier über die Runden komme. Okay, die Pikinier-Einheit hat eigentlich schon ausgedient jetzt. Feuert auf den Feind!
Jo. Ja, viel F4 kann ich nicht mehr machen. Ihre gesamte Munition verbraucht. Ah, jetzt ist vorbei. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Aber die beiden schaffe ich noch. Die beiden vernichte ich noch. Wobei, der hat halt auch nicht mehr ganz so viel Munition. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Ich bin mal gespannt, wirklich gespannt, wie viel Schaden die Pioniere jetzt gemacht haben. Ich glaube so 800? Aber wie gesagt, mein Rekord liegt bei 900 irgendwas. Weiß ich jetzt nicht mehr. Noch so viel Schaden machen wie möglich. Okay, gut, dann lassen wir es. Ja, das nervt immer, wenn das nicht angezeigt wird. Getötet 965. Ja, okay, dann waren es gar nicht so viele. Gut, aber der Osten ist jetzt weg. 300 nur. Okay. Hat sich nach sehr viel mehr angefühlt. Genau hier. Die hat eine Elva. Aber wieso kapituliert sie schon in zwei Runden? Bisschen übertrieben. Meint ihr nicht? Ich will mal wieder weiter Rüstung haben, Rüstung bauen. So hier und da. Du brauchst noch ein bisschen. Du bekommst das hier. Oh. Was mache ich hier? Öffentliche Ordnung geht nicht mehr besser. Dann machen wir das da, das da, das da. Und eine neue Armee. Okay, Vermächtnisse kann ich nicht mehr auf. Also. Nicht mehr machen. Neue Armee. Spartanische 4. Helden Spartas. Königliche Spartaner. So, Helden Spartas, da kommen 2 rein. Ach. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Okay, dann. Kann ich mir halt nicht mehr leisten. Also so eine fette neue Armee zu holen, kostet halt immer. Kundinsium.
So. Die mache ich weg. Und doppelte Geschwindigkeit und fahr mal hier rüber. Scoute mal ein bisschen. Nächste Runde.